Gnad wär's mit dir und Frieden von dem, der du ist, der du wär und der du kömmt, von Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wie nur täglich krieg, wie dat in den Nachrichten vor Augen führt, wo bannig schwor sich dem Menschen anstellt, Frieden zu schaffen, sonderlich, wenn wir nur Syrien kicken. Ist die syrische Machthaber Assad überhaupt an Frieden interessiert? Und wo ans steigert mit Dorn Rebellen? Hebt die Russen nun den Machtsektor für Frieden introsetten oder eher die Amis? Angela Merkel hätt an der letzten Tuck geben müssen, dass Europa man fast kein Einfluss do in Syrien hätt. Dat heit, so gern wie Europäer in Syrien Frieden hemmen wollt, uns arms sind man to kott. Anne sind an de langen Hebels. Frieden schaffen is man bannig schwor, vor allem denn, wenn nie all de Partien mitspielt. Und wenn dat Frieden schaffen nu all so schwor is, wo ans war dat noch in Zukunft waren. Bitlang würden jo die Amis so wat as n Weltpolizei, die ingriben dön dur, wo dat brennt. Wo ans sich dat nun unter Trump entwickeln deit, wird wie noch nie. Blifft de froh, wenn dat Wetter mo an aner steh, ob unsern Globus brennen wart und do von müt wie mo gut gorn, wo kein wat sich dann für Frieden insetten? Waren Friedensinitiativen zukünftig noch von Washington utgorn? Oder eher von Moskau? Oder von Brüssel? Die kräftigste und am besten wirkende Maßnahme von Frieden, die köm und die köm jümmers noch ut Brothusen. Jo, ihr habt richtig gehört. Frieden für die hele Welt kommt nie ut Kellinghusen und auch nicht ut Saalhusen. Der kommt ut Brothusen. In Hebräischen heet dat dore Nest Bethlehem. Bet ist dat Wort für Hus und Lechem ist dat Wort für Brot. Ut Bethlehem, ut Brothusen, köm und kümmt de Frieden für all uns Menschen. Davon vertellt uns Predigtext und den Propheten Micha. Du, Bethlehem, hittert ähnlich, Bethlehem, Ephrata, du bist so man so lütt, dass du nie to de großen Städte und Juda, Südisrael, regen warst. Aber von die ward ein Rut komm, dem Herrscher von Israel Warnschall. Seine Herkunft recht wie trüch in der Vergangenheit, jo bitt nur de Urtit hin. He let sein Volk in der Hand von seine Finden komm, bitt de, der ein Kind kriegen schall, geboren hätt. To de Tit ward auch de Rest von Volk trüch komm, nur de Israeliten. He ward assen Hader sorgen für seine Schob, und ward sie höden in der Kraft von den Herrn und in den hohen Nom von sein Gott. Tot düsse Tiet ward sein Volk sicher wohnen und he ward ehrt von all de Völker ob de Erd und he ward de Frieden sehen. In der Lesung heb wie dat auch all hört. Jesus köm in Bethlehem zur Welt, in Brothusen. Und dat kann überall sehen. Denn Jesus möch auch hier und hüt in uns Welt kommen, in uns born waren. Der Prophet Micha hätt all Jahrhunderten für Weihnachten vorutsech, wat in Bethlehem mo passieren wat. Drei Socken können wir hier in den Text sehen, die auch hüt wie uns in droben Welt. Erstens, Bethlehem ist man lütt. Du Bethlehem bist schon man so lütt,
da du nie zu den großen Städten in Juda regen warst. Aber von die wird ein Rut kommen, dem Herrscher von Israel waren soll. Herodes hat das nie wüsst, und die das wissen, die konnten das nie begriffen. Mann, Bethlehem, was bist du bloß für ein lüttet Nest? In Washington nie, in Moskau nie, in Brüssel nie, in Berlin nie, auch in Jerusalem nie, man blot ins lütsche Bethlehem. In dat lütte Nest drin ward Gott geboren. Gott fang jümmers ganz lütt an. Mit dat Baby in de Krüff hätte dat wiest. Mit eine Geburt nur Strapazen von 120 Kilometer Fotmarsch, to Fot oder am Esel, ob Befehl von den Kaiser Augustus und nur ein überfülltes Gasthus. Worum fangt Gott so lütt an? Ein Grund ist, die Lütten sind Gott man bannig wichtig. Die sich just an Weihnachten lütt fühlt, wie sie keine Kraft mehr hat, wie sie Tränen in den Augen hat für weh durch, wie sie gar nicht weten, wo ahnt sie in so einer Situation überhaupt Weihnachten feiern könnt. Das Lieden, das Starfen, das Aufplagen, das Ahns ist Bethlehem. Ganz lütt und voll von Not. Just darin ist Gott geboren. Der zweite Grund ist, mit Bethlehem wies uns Gott, wo lütt hissig mocken kann. Dat em wirklich keine Grenzen set sind. Von die wart ein Rut kommen, dem Herrscher von Israel waren schall, und sie ne Herkunft reckt wie trüch in de Vergangenheit, jo bitt nur de Uhr tiet hen, sech Micha verruht. Dat is Gott sine Realität. He, de Grille is as dat ganze Universum, he kann sich ein lütte Krüffling, geboren von der Jungfrau, so lütt mock sich der ewige Gott. Das ist seine Grütte. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum Gott sich just das lütte Nest Bethlehem utsöch hat. Das gibt dort in Bethlehem ein ganz besonderes Tor oder sech wie bitte ein Ingang. Ich gebe mir ein Bild mit Bruch. Der dore Mann in den Jeans, man, wir sehen von ihm nach so den Achterstäben mit den Jeans durch. Wo nehmen will der gute Mann rin? Was ist das für ein Gebüde? Hier muss sich ja so beugen, damit er da rinkommt. Ne? Was ist das für ein Gebüde? Wo will er rin? Jo, ein paar, ne, die streichen Nicken, Honey Neck, die Windert. Ah, das ist die Geburtskirche in Bethlehem, Hüttodors. Das ist ein Touristenbild. Das ist die Geburtskirche in Bethlehem und der Ingang oder das Tor ist man bannig lütt, sieht und schmal, 120 Zentimeter hoch und 79 breit. Warum so lütt? Einmal, wie Gott so lütt in der Welt kaum ist, als wir das schon hört haben. Denn auch dort, dass jeder ein, der in der dürre Kirche rennen will, sich beugen muss. In diese Kirche ist nüms rinkomm in obrechten Gang. Kein Papst, kein Abbas, kein Netanyahu, kein Tourist, der jeder heilige Land besichert. Tor von der Demut wird diese Ingang auch nümmt. Und das Tor mag deutlich mit Stolz und Näs nur boben, warst du bei Gott nix. Zugang zu Gott findest du mit beuchten Kopf. Wenn du lütt warst, kommst du in Staunen, wo lütt Gott sich für die Mock hat. Tweede sagt, die wir in unserem Text sehen können, in Bethlehem regiert der Herr. Er ward als ein harter Sorgen für seine Schorb und ward die Höden in der Kraft von den Herrn und in den hohen Norm von sein Gott, schrift Prophet Micha. Das in Bethlehem geborene Kind ist der Herr. Glicks im ersten Augenblick war das all deutlich.
Du hast ein bannig große Schor von Engels ist aufkommandiert zu dieser Geburt in Bethlehem. Gif kein anderer Sorg im Neuen Testament, wo ob emo so viel Engels oben dort sind. Da das Kind in der Krift der Herr ist, da können wir auch an der Schäpers und an der Wiesen Mannslüt und den Osten sehen. Was mocken sie zuerst, als sie nur den Stall kämen, die kämen ja nicht in den Herodesim Palast, was den diese Männer, als sie in den Stall von Bethlehem kämen zuerst? Du wart nie mit dem Kroch Bär, ob das nie Kind anstatt. So ein Baby Bär gefällt du nicht. Was sie mocken, all diese Dorn starchen Mannslüt, sie fallt für die Krüff ob ihre Knien. To so beten sie das Kind an. Komisch, oder? Wirst du von Little Baby auf die Knie gehen? Mo ehrlich, dat deist du bloß, wenn du weißt, dat dat Kind nicht irgendein Kind ist, sondern dat dat der Herr von alle Herren ist, der König über alle Könige. Die Schäpers und die drei Wiesen fangen an, das Kind in der Krüff zu loben und zu priesen. Und sie stellen ihr Leben unter die Herrschaft von dem neugeborenen König. Wo kein nur Bethlehem kommt, die kann nie anders die Mutter tun. Denn dort in Bethlehem reagiert Gott, der Herr. Und wenn Jesus hüt in uns geboren war, schall, dann geht das just darum, dass ich mein Leben in seine Herrschaft stelle. Jo, zu beten, komm rin in mein Leben, du schaffst mein Schäfer sein und mein König. Wirst du das nun tun, zu Weihnachten? Als die Schäfers und die drei Wiesen das damals in Bethlehem mocken, kannst du das nun auch mocken. Und wo kein diesen Schritt mock, der weht von Gott her, woher hinhörst. Ah, ich hör's nur Bethlehem. Du ist Jesus damals geboren und du ist er auch in mir geboren. Bethlehem, das ist mein Dörp, meine Stadt, meine Heimat. Und mein Hart ist der Griff, wo Jesus bin Längenschall. Dritter Punkt. Von Bethlehem geht Frieden ut. Hier ward Erd von all de Völker ob de Erd und hier ward de Frieden sehen, heda zuletzt. Junge die, watten Tosoch. Jesus, der von all de Völker in Europa, in Amerika, in Australien, in Asien Erd ward, hey is ook de Frieden für all de Völkers und die Lüd, die da wohnt. Wo kann das angehen, dass in Jesus der Frieden ist? Der ein oder andere von uns hat gestern Abend wis der Weihnachtsanspruch von unserem Bundespräsidenten hört. Nu, wo der Terror auch in der Bundeshauptstadt ankommen ist und sich Angst breit mag, appelliert he an unseren Tosomenhalt. Dass die Gesellschaft sich nicht in Lagers obdehlen macht, sondern dass wir in schwore Tiden Tosum holen müssen. Hört sich gut an. Ist auch richtig. Ist aber mans bloß ein Appell. Mock man mal. Wo kein Kinder hat, der weht, wo weht man mit Appellen kommt. Rühm die Zimmer ab. Mock nur endlich mal deine Hausaufgaben. Genau, das ganze Nicken sehe ich gerade. Das funktioniert im ersten Moment, buten aber gauer, als wir kicken können, wer der F. So ist das mit einem Appell. Der ist nicht durig, der hält nie lang für. Und dann hat mich wundert, da der Papst in die gleiche Kaf schleit als der Bundespräsident. Okay, appelliert. Röp ob tun Frieden zu holen, überall ob diese Welt. Das ist dringend nötig, gar keine Frage. Du hörst der Papst völlig recht. Aber was kommt von so einem Appell noch?
hört sich du ihn an? Mit durch die gute Franziskus schuldert eigentlich Bitterweden und uns Bundespräsidenten als Ohren passt der auch. Der Wuddel, wirklich, der Wuddel von all den Unfrieden auf der Welt liegt ganz deep wie uns Menschen in hart bin. Sieht, dass Adam und Eva sich über das Paradies verabschiedet haben, leben die Menschen in Feindschaft mit Gott. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist damals noch Paradies zweigegangen. Und sieht dem, will der eine Mensch gern über den anderen Menschen herrschen. Sie dem gibt das Menschen, die meinen, sie sind was Besseres anders als die anderen und sie haben das Recht, die anderen zu unterdrücken und ihnen auf die Mütze zu hauen. Und just das haben wir hier in Deutschland hat, dass man keine sümtig Jahre her in den braunen Tiden. Damals meinen die Arier, sie sind was Besseres und haben das Recht, all der Nicht-Arier platt zu machen. Wie kennt das hier all? Das gibt viele Gründe, warum Menschen mit einer Krieg führt. Aber die Debe Wuddel von der Dore Unheil liegt in uns hart. Wir sind hart krank durch die Feindschaft mit Gott. Und durchhaften Frieden kann so denn ich erst wahren, wenn Frieden mangt Gott und uns kömmt, ehre nie. Das schulde Papst und der Bundespräsident eigentlich auch wissen. Der hat ja Theologie studiert und lautestens durch Schütze das hört hem. Frieden mang Gott und uns Menschen können wir nie selbst machen. Diesen Frieden hat Gott ob den Weg bräucht. An Weihnachten in Bethlehem mit seinen Söhnen. Der hat sein Leben an Kreuz gegeben, dat Frieden wahren konnt, mang Gott und uns. In der Epistellesung haben wir gehört, dass Jesus Frieden auch mangt die Juden und den Nichtjuden, so als uns mag hat. Paulus schrift, in sich Sülm hat he u zwei Orten Menschen einen einzigen nähen Menschen mag. Und so denn ich hätte Frieden bräucht. Durch sein Kreuz hätte zwei Schlag mit Gott zu Sohn bräucht, als würd dat ein lief. Jesus kann nie bloß Frieden mogen mangt die und Gott, hier kann das auch morgen mank ganze Völkers. Das Prinzip ist man jümmerst das Glicke. Hef ich Frieden mit Gott? Und hast du Frieden mit Gott? Denn gibt das ähnlich nichts mehr, dass wir beiden uns noch mögen in die Hohe kriegen. Dann können wir auch miteinander Frieden holen. Nochmal, das Prinzip ist, wenn ich Frieden mit Gott hef, und du hast auch Frieden mit Gott, dann gibt es keinen Grund mehr, dass wir uns in der Höhe kriegen müssen. Dann kann doch auch Frieden zwischen uns fahren. Und das Ganze hängt zusammen mit Jesus, mit diesem Mann und Brothusen. He secht von sich, das Lebensbrot, das bin ich. Der zu mir kommt, der wird nie wieder hungrig. Und die Ami Glöf, der war nie wieder dürstig. Jesus Söhm stillt mein Hunger und mein Dörst nur Leben. Wir haben so eine Sehnsucht nur Leben. Und um diese Sehnsucht ruht, muck wie all möglichen Krams. Und wenn Jesus mein Sehnsucht stillt, dann brug ich nie mehr Macht über anderen zu hem. Dat ich mein, dat gibt so viele Leute, die möchten Macht und üben, weil sich dann Bäder füllt. Dat geht mit mank Öllern und Familien, dat geht mank Lehrers und Schülers, dat geht mit Angestellten und Chefs, der die ganze Welt und unsere Gesellschaft geht. Dat, die Mensch hat so eine Sehnsucht, Macht über andere hem zu wollen, weil er dann erst zufrieden ist. Wenn Jesus mein Hunger, nur meine Sehnsucht stillt, mein Durst und mein Hunger nur leben, dann brauche ich keine Macht mehr hemmt und anderen, dass ich damit zufrieden war. Ich muss auch nicht mehr neidisch sein, ob dort was anderen Leute hab. All das, wo nur mein Herz sich sehnt, das
finde ich bei Jesus, hier stillt all meine Sehnsucht. Jesus und Brothusen ist das Lebensbrot. Richtig Frieden wart ob diese Welt, wenn du und ich Frieden haben mit Gott und so auch miteinander. Dör den Mann und Brothusen. Und wenn wir denn Anna Lüth davon vertellt und sie inlaut, Mensch, komm mit, find auch den Frieden wie Gott. Wenn wir das mocken, dann war das Kreisetrecken. Von hier nur ganz Deutschland und noch viel wieder. Und als Pastor ist das meine liebste Aufgabe. Lüth tun Frieden mit Gott intoloden. In seine berühmte Predigt Offenbach sagt Jesus, selig sind die Frieden bringen, dort sie schuld Gott seine Kinder hätten. Nun büg hier all mehr als Sustan Jur, Pastor. Und ich mag, für diese Friedensabgauf brug ich in langen Orten. Denn die Lüd in Holstein hier, die sind man, die heb ein stoltet hart. Sie meint, dass sie das nie nötig heb, Frieden mit Gott zu schluten. Wo froh bin ich denn, dass jedes Jahr ein paar Lüd kommen, bei denen das anders ist, die ihr hart abmucken und singen, ich möchte gern den Weg zum Frieden mit Gott finden. Hörst du das Jahr mit Dotto? Amen. Und wo kein diesen Frieden sich auf dem Weg machen mucken will, der kommt nicht so einfach überein, du müsst wie wir uns auf die Söck begeben, wo kein das muss söcken will, wo kein sich auf dem Weg mucken will, diesen Frieden zwischen Gott und mir, zwischen Gott und die kennenzulernen und merken, dass diese Frieden, der ist wirklich nix, mit nichts mehr zu toppen, wer das kennenlernen macht, dann laut ich in das Achten mitnehmen, in Lotuston Glaubenskurs, geht an im nächsten Monat wieder los. Hartlichen Intro, lautet das jede mitnehmen, Licht und Achen Ute. Ich habe ja auch noch ein Tiet mit, ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, ich will an dieser Stelle mal eine wirklich wahre Weihnachtsgeschichte erzählen. Von Gürsen Abend. Gürsen Abend kriegen Telefonanruf. Ich muss die Geschichte erzählen. Ja, und dann war ich mir diese Geschichte, da ich mit, das ist eine richtige Weihnachtsgeschichte. Und die Weihnachtsgeschichten so und leben, die hab ja was. Eine Frau und Bo steht, die hier vor, na sagen wir mal, 3 Jahren ihren Frieden mit Gott gefunden hat, die krieg jetzt ob Weihnachten Abend einen Anruf. Sie war Bruck, weil sie einen Hund hat und weil sie nur die Rettungshundestaffeln hören deit. Das gibt einen Einsatz in Hamburg. Dann ist sie los in Hamburg. Und was wird passiert? Da wird ein älteres Ehepaar, die wollen nun Gottesdienst an Heiligabend. Und die wie die Frau, so die wissen so lüden bin dement. Und der Mann hat sich, ich fuhr direkt für die Kirche, setzt mich die Frau da auf, sagt, du gehst so rein und geh mal schon mal rein, ich fuhr mit Auto noch und sag noch mal einen Parkplatz. Dann käme wir Ruth und sie ein Auto rein in die Kirche. Oh, alles voll hier. Hat sie die Frau nicht so gau sehen, ist mit drin. Hat erstmal den Gottesdienst mitmog. Und ach, daran hätte ich mal gucken, wo sie in die Frau denn abblieb. Aber die wäre nie durch. Die wäre gar nicht in den Gottesdienst fest. Und da wäre Holland in Not. Was magst du denn? Toast anruben, frühen Bescheid sagen, passiert nichts, Frau ist nicht wer durch. Und dann klickert langsam, oh, in ihre Demenz, vielleicht ist sie gar nicht ringegangen in die Kirche. Vielleicht ist sie oft und neid. Dann muss die Polizei anrufen und dann geht so die ganze Apparat los und irgendwann kommt dann die Hundestaffel zum Einsatz. Ja, es ist die Frau dahin mit der ganzen anderen Truppe, die da in den Gang wären
Und dann ist, und dann muss man vertellen, wenn ein Mensch so diesen Frieden mit Gott gefunden hat, dann ist da so eine Nächte zwischen den Menschen und Gott. Und diese Nächte von Gott, die macht den Menschen sensibel, ob Gott zu hören. Manchmal ist das eine laute Stimme, manchmal ist das auch so ein Eindruck, du hast jetzt was mocken. Das ist wie Leute, die so einen Frieden mit Gott haben. Und die Frau hat dann für den Einsatz für sich betet, Herr, wie bringen diese Hölp hier? Das ist wichtig. Und dann lebt die ganze Einsatz und sie konnten die Frau nie finden. Die habt ihr an was wirklich verstehen sollt. Und dann hat die Frau und Bo steht den Eindruck, wir stehen noch mal um ganz andere Ecksöcken. Hier, rund um die Kirche. Und da habt sie die Frau gefunden. Die hat sich verheddert wie so ein Schulgelände. Die wir aber nächst fallen, hat sich die Handbogen und konnte sich nicht mehr rühren, weil sie an so ein Geländerfass hängen die. 20 Stunden hätte da liegen. Und küssen oben habt sie die gefunden. An Weihnachten. Und wo früh wird der Mann, als ist in die Frau wer der Haar. Und was hat passieren können, wenn der Haar noch woanders sucht? Weißt du nicht, wo lang der Frau da nur lebt, Haar? Aber mit diesem Eindruck von Gott, wie schön wir da und da suchen, haben sie gefunden. Und das sind Weihnachtsgeschichten. Und wer das noch genauer werden will, der dürfte früh fragen, der sitzt hier im Gottesdienst.